Servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Serranos und ich heiße euch herzlich willkommen zur ersten Folge in Let's Play WoW PvP Dragonflight mit unserer Druidin Lumia und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, dass es wieder soweit ist. Wir können endlich wieder PvP-Videos bringen und zwar sieht die Sache folgendermaßen aus. Mein Druid ist Level 70, die gute Lumia, die ihr auch noch aus den Folgen in Shadowlands kennt, mittlerweile auf einem Gearstand von 366er PvP Gegenstandsstufe. Das ist, wie ich im Community-Tab angekündigt habe, noch nicht mega krass gut, aber es ist jetzt auch nicht so schlecht, dass wir komplett zerfetzt werden. Also wir können schon ein bisschen mitspielen und ich denke, das ist gar nicht so verkehrt und wir sammeln natürlich dann damit auch Gear. Ich wollte jetzt aber tatsächlich noch länger warten, Videos zu bringen, gerade im PvP-Bereich und euch da auch nicht noch länger warten lassen und ich denke mal, das ist ja auch vollkommen okay. Es geht ja auch nicht darum, dass wir hier die beste Performance abrufen, die überhaupt möglich ist, sondern dass wir einfach Spaß dran haben und gut spielen und unser Bestes geben und das ist ja sowieso immer der Fall. Und um euch kurz nochmal die Talente zu zeigen, die sehen aktuell so aus, das ist ein PvP-Build, den ich von WoW hätte, glaube ich, mal rauskopiert hatte. Und ja, auch mit diesen PvP-Talenten hier spiele. Aura des Mondkin, Himmlischer Wächter und Olkin Adept. Und halt eben diese Talente hier könnt ihr dann gerne auch pausieren. Und ja, dann bin ich mal gespannt, wie unsere erste Runde hier ablaufen wird. Ich bin richtig aufgeregt. Und ja, wir schauen mal, was abgeht. Ich hoffe, dass wir gut drauf sind. Wir packen uns noch hier schnell den Gesundheitsstein. Vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn wir auch erst eine Sekunde später rauskommen, weil wir natürlich eh Kanonenfutter noch aktuell sind. Zumindest im entferntesten Sinne. So, das sieht auf jeden Fall schon mal danach aus, als wenn die Horde hier die Oberhand hat. So, wir versuchen da trotzdem mal ein bisschen reinzugehen. Ah, okay, der gibt mir jetzt hier schon gut auf die Nuss. So, wir versuchen da jetzt aber trotzdem mal mit einem Neumond reinzugehen. Na gut, dann geben wir uns jetzt mal hier nachwachsen. Der hat uns jetzt hier glücklicherweise an der Stelle nicht bekommen. Aber wir sind auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall schon gut auf die Schnauze gekriegt, würde ich sagen. Das ist halt nämlich noch so ein bisschen das Problem. Gut, jetzt haben wir hier das Problem. Die Horde hat auf jeden Fall hier schon einen Wagen geholt. Wir spielen momentan hier ein bisschen sehr defensiv. Wir müssen jetzt mal auf die Verstärkung warten. Huch. Auf die Verstärkung warten, die von hier rauskommt. Das Problem ist, die Horde drängt uns hier so ein bisschen in so eine Lücke, wo wir eigentlich gar nicht rein wollen. Sprich, wir sollten gucken, dass wir hier zumindest so langsam mal irgendwie ein bisschen was an Damage machen. Okay, jetzt kommt hier. Jetzt kommt hier der Kollege wieder. Gut, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir mal hier wegkommen. So. Okay, also aktuell sieht es wohl eher schlecht aus. Die Horde ist auf jeden Fall hier gut im Anmarsch. So, hier können wir auch nochmal ein bisschen dotten. Das sieht tatsächlich nicht so gut aus. Aber wir versuchen natürlich trotzdem unser Bestes. Problem ist auch, dass die Horde uns halt komplett dominiert an der Stelle. Ein bisschen schwierig hier für uns irgendwas zu machen. So, wir dürfen natürlich die Sterneneruption nicht vergessen und können jetzt hier nochmal. Okay, der Kollege hat auf jeden Fall ordentlich Bock auf uns, aber wir versuchen jetzt hier trotzdem irgendwie noch wegzukommen. Aber ich glaube, diesmal werden wir das Zeitliche segnen. Ja, ist leider nicht mehr gereicht. Da, wie gesagt, segnen wir dann einfach wirklich letztendlich nur das Zeitliche. Und wir spielen ein bisschen zu defensiv. Also ich denke, wir sind auch grundsätzlich auf jeden Fall unterlegen. Die Horde holt jetzt wieder zwei Wagen hier und man merkt, dass wir jetzt als Allianz nicht so wirklich eine Chance haben. Aber das ja, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Wir müssen gucken, dass wir hier irgendwie wieder an den Start kommen. Ich gehe jetzt mal hier, mach mal kurz den Stepper. Gut.
Ja, die Horde ist auf jeden Fall überlegen. Der sieht eigentlich auch ziemlich nice aus. Achso, das ist der Frostbrot-Protowurm, okay. Gut, die Frage ist, was machen wir jetzt als nächstes? Wir könnten hier in der Gruppe bleiben und könnten jetzt mal versuchen, hier drauf zu gehen. Wir haben da einen Krieger, der wird mir wahrscheinlich jetzt böse geben. Gut, aber ich versuch's natürlich trotzdem. Gar kein Thema. So, das hat schon mal ganz gut funktioniert. Wie gesagt, wenn wir bürsten, ist es auch das kleinste Problem hier. An der Stelle. Ah, okay. Ah, okay, scheiße. Ah, nein, 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 nein. Ah, okay. Da hat es nicht mehr ganz gereicht. Da haben wir uns echt komplett die Fresse eingetreten. Um es mal auf Deutsch zu sagen. Ja, aber wie gesagt, man sieht auch schon, das wird jetzt hier nichts werden. Diese Runde geht auf jeden Fall klar an die Horde. Obwohl wir jetzt hier tatsächlich zwei Wagen halten, das ist auf jeden Fall schon nicht verkehrt. Das Problem ist, die kriegen diese Lore jetzt auch nochmal rein. Sprich, das wird auf jeden Fall sehr, 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 sehr tricky für uns jetzt hier, irgendwie noch was zu reißen. Aber wir gehen wieder auf mal unsere Mechano-Katze und versuchen jetzt irgendwie noch zu supporten. Ich weiß jetzt nicht, was besser ist. Mitte wahrscheinlich. Da sind die richtig mies am Fighten. Da hat die Horde auch richtig Bock drauf. Hier ist wieder ein DK. Der hat auch Bock drauf. Hier ist ein Hexer. Also die haben alle Bock drauf. Das ist das Problem. Die wollen natürlich auch alle hier reinlaufen. Sodass wir das Problem haben, ja, hier nicht mehr an den Start zu kommen. Ja. Da hat man jetzt ein Problem, ne? Also da hast du auf jeden Fall, hast du da jetzt ein Problem und wir werden einfach wieder komplett weggeballert. Ich hab versucht, irgendwie noch reinzugehen, aber es hat da auch nicht mehr geholfen an der Stelle. Jetzt sind wir wieder zwei Wagen zentral. Vielleicht können wir hier so ein bisschen die Stellung halten, dass wir wenigstens nicht komplett untergehen. Obwohl es mir tatsächlich fast den Anschein macht, als wenn wir hier ja trotzdem keine Chance haben werden. Und wie gesagt, ich bin dann auch mal gespannt. Wir haben jetzt 440 Ehre gerade. Man kriegt eigentlich relativ schnell Ehre. Man kriegt auch relativ schnell Gier. Ich habe jetzt für das Gear, was ich hier anhab, und das sind schon ein paar 411er Teile, habe ich eigentlich nur tatsächlich irgendwie 2,5 Stunden oder so gebraucht, wenn überhaupt. Es war jetzt echt nichts Wildes. Allerdings muss man hier auch an der Stelle sagen, dass ich da oder dass die Allianz da schon relativ gut gespielt hat. Da haben wir eigentlich viele, viele Games gewonnen tatsächlich. Da war meine Individualperformance natürlich auch nochmal ein Stückchen schlechter. An der Stelle muss ich einfach mal sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir versuchen uns hier irgendwie zu halten. Aber es ist extrem, extrem, extrem schwierig. Na, okay. Er hat uns jetzt hier noch gestunt, der Demon Hunter. Der will sich nicht da natürlich einmischen. Ganz klare Sache. Ja, und jetzt kriegen wir wieder nur auf die Nase. Nee, das sieht wirklich schlecht aus. Man merkt auch grundsätzlich, dass die Horde hier überlegen ist. Schade so in der ersten Folge. Wäre natürlich nice gewesen, wenn wir hier was hätten rausholen können. Aber ja, mein Gott, so ist es halt. Und ihr kennt mich ja, ich lasse da ja auch nichts unzensiert oder so. Nichts unzensiert. Ich lasse da ja auch nichts zensiert oder so. Ihr kriegt hier wirklich die volle Mütze Allianz auf die Netzhaut. Und ja, deswegen an der Stelle glaube ich nicht so wild tatsächlich. Dass man hier verliert, das gehört dazu, das gehört zu WoW dazu, habe ich ja schon oft gesagt. Und ja, wie gesagt, warum sollte ich nur die guten Runden hochladen? Macht für mich an der Stelle auch keinen Sinn. Und das ist im Endeffekt auch nicht das, worum es geht. Tatsächlich, weil wir hier kein Pro-Gameplay zeigen, sondern einfach nur zocken und Spaß haben. Und ich hoffe, dass ihr auch Spaß hattet, zumindest in der ersten Folge jetzt. Ich fand es auf jeden Fall echt wieder cool, so PvP zu spielen jetzt. Ich merke auch schon wieder, ich habe auch gestern, oder nee, war das vorgestern, glaube ich, vorgestern. Habe ich ja wieder PvP das erste Mal gespielt, tatsächlich in Shadowlands. Ja, moin. In Dragonflight. Und das war schon echt ziemlich, ziemlich cool. Und ja, deswegen, ich bin echt gespannt, was noch alles auf uns zukommt. Und wie gesagt, dieses Mal wird es auch so werden, dass ich definitiv auch mit mehreren Klassen und verschiedenen Specs PvP zocke. Da könnt ihr euch dann auch schon mal drauf freuen. Ich denke mal, als nächstes werden wir mal wieder den Paladin in Angriff nehmen, aber dann letztendlich auch wieder mal ganz andere Klassen anschauen, die wir hier noch gar nicht auf dem Kanal hatten. Ja, wie gesagt. Aber nichtsdestotrotz freut mich riesig, dass ihr wieder dabei seid, dass wir wieder PvP zocken können, auch wenn es jetzt erstmal eine Niederlage war an der Stelle. Aber nichtsdestotrotz
Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like, ein Abo da. Haut da rein. Euer Zeranos. Ciao, ciao.